In Berlin als einzigem Bundesland ist der 8. März, der Internationale Frauentag, ein gesetzlicher Feiertag. Wir fragen Michael Müller, nunmehr Bundestagsabgeordneter, in dessen Amtszeit als regierender Bürgermeister die Festlegung dieses gesetzlichen Feiertags fiel. Es ist so, dass ich privat nicht sofort einen Zugang zum Frauentag hatte, weil wir das eben im Westteil der Stadt auch nicht ganz so gefeiert haben. Aber natürlich politisch ist es ein Tag von großer Bedeutung und seit Jahren wird ja auch der Frauentag genutzt, genauso im Übrigen wie der Equal Pay Day, um auf Missstände aufmerksam zu machen und deutlich zu machen. Wir haben viel im Bereich der Gleichberechtigung erreicht, aber es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Männer und Frauen sind leider in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt. Und der Frauentag ist eben auch immer wieder ein Anlass, die Frauen einerseits zu würdigen und andererseits auch deutlich zu machen, was noch nicht funktioniert. Also insofern, politisch ist es seit Jahren auch auf meinem politischen Lebensweg und in meiner Arbeit ein wichtiger Tag. Wir treffen uns am U-Bahnhof Warschauer Straße. Justin, ein Straßenmusikant aus Schottland, begrüßt uns mit seiner Gitarre. Was für ein Empfang an diesem strahlend blauen Frühlingstag. Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, hat an diesem 8. März eingeladen zu einem Pressetermin. Sie fährt mit der Zugbegleiterin Daniela O'Sullivan an der Spitze des Zuges im Führerhaus der U-Bahn. Wir fahren im Presseabteil. Mit Polizistinnen und Mitarbeiterinnen der BVG in Uniform ein kurzer persönlicher Austausch. Eine Seniorenredaktion, die Alex Berlin zuarbeitet. Ah, okay. Ich kenne mit dem Mann noch aus Neukölln, das ist aber was anderes. Aber ist okay. Du kennst aber auch Charlottenburg-Wilmersdorf, da gibt es das auch. Ach, aber wir sind die Richtigen. Also, wir sind die Richtigen, okay. Ja, das ist ja gut. Na, wir hatten ja schon mal so eine Situation mit Walter Mompers-Senat. Das war ja schon mal der Frauensenat, so wie es ja dann auch genannt wurde. Und es hat dann leider auch Rückschritte gegeben, wo wir wieder deutlich stärker männerdominierte Senate hatten und nun wieder eine neue Richtung mit einer regierenden Bürgermeisterin. Und das ist doch gut. Also erstmal stehen hier um mich rum Vorbilder und tolle Frauen, aber auch natürlich die Kollegen an der Seite, ne? Das ist es ja, was es ausmacht, dass wir partnerschaftlich die großen Aufgaben, vor denen unsere Stadt auch steht, angehen und dass Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt in jedem Beruf ihrer Arbeit nachgehen können. Es ist ein Tag der internationalen Solidarität, auch für Frauen, die von Gewalt, von Krieg, von Verfolgung betroffen sind und die an vielen Stellen ganz, ganz stark sind, dieses schlimme Leid auch ertragen. Aber es ist ein Tag der Solidarität, an dem wir diesen Frauen auch helfen. Und Berlin hilft im Moment sehr, sehr viel. Und ich bin sehr dankbar allen Ehrenamtlichen, die hier in unserer Stadt gerade großartige Hilfe leisten, die am Bahnhof sind, die bei den Unterkünften helfen, die mit den Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, die mit uns zusammenarbeiten, wenn es darum geht, die Unterkünfte zu organisieren, die erste Hilfe, die medizinische Versorgung zu organisieren, Spenden zu sammeln, von der Wirtschaft auch, die ganze Hotel- und Gaststättenbranche, die uns hilft, auch in die Hostels, in die Jugendherbergen zu gehen. Im Moment sind tausende Menschen in Berlin dabei zu helfen und wirklich solidarisch auch diese Situation zu bewältigen. Unerwartet überrascht wurden wir bei unserer kurzen Kaffeepause auf dem Weg zum Alexanderplatz. Es sah früher so aus, als ich noch beruflich aktiv war, dass wir Gewerkschafter durch die Betriebe gegangen sind und haben rote Rosen verteilt. Rote Rosen, die wir vorher im Blumenmarkt geholt haben. Das waren dann wirklich solche bunte Rosen und das sollte so ein kleiner Dank sein an die Beschäftigten,
an diesem besonderen Tag. Und den haben wir also auch jedes Jahr durchgeführt. Hallo, guten Tag. Bitte schön, gerne. Danke. Womit haben wir Frauen denn das Dankeschön. Verdient? Weil der Frauentag da ist. Deswegen. Sind die gelb? Dankeschön. Ja, gelb ist die, was ist denn hier? Nee, ist nicht die Hoffnung, das ist ein Gelb. Nein. Ja, das Nein. ist ein Teil der... Nein. Oder Nein. FDP. Der ukrainischen... Ja. Ja, hoffentlich wird das wieder alles zum Frieden kommen, ne? Ja. Hoffen wir alle. Dankeschön. Gerne. Sie müssen ja heute arbeiten. Heute ist doch Frauentag. Ja, besser als zu Hause sitzen. Wir haben ja auch genug 2 Jahre zu Hause rumgesessen. Jetzt ist es Zeit, wieder Geld anzuschaffen. Na? Die richtige Einstellung. Dankeschön. Danke, danke schön. Schönen Tag wünschen wir. Wünsche ich euch auch. Bleibt alle gesund. Der Internationale Frauentag geht ja auf Clara Zetkin zurück, die 1910 auf einem Kongress in Kopenhagen das vorgeschlagen hat, wurde dann in den 1920er Jahren durchgesetzt. War aber nie ein gesetzlicher Feiertag. Es ist allerdings auch eine ganz tolle Sache, dass nun endlich mal dieser Frauentag auch mal in Form eines gesetzlichen Feiertags gewürdigt wird. Könnten sich andere Bundesländer ja vielleicht ein Beispiel dran nehmen. Es sollte zusätzliche Feiertage geben. Da gab es ja dann eher die Diskussion, was kann dieser zusätzliche Feiertag sein und was wollen wir an gesellschaftspolitischen Debatten damit auslösen. Es wurde diskutiert, ob der Reformationstag der Feiertag sein soll. Ich selbst sage auch, ich hätte mir gut vorstellen können, den 18. März zu nehmen, den Tag der Revolution, der Deutschen und der Demokratiebewegung. Das wurde diskutiert, aber es war dann sehr schnell klar, dass natürlich viele engagierte Frauen gesagt haben, das ist eine Riesenchance, diesen Tag nicht nur zu nutzen als irgendeinen Tag, wo man etwas machen kann, sondern wo man durch einen Feiertag praktisch auch gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und insofern war die Entscheidung dann auch sehr schnell gefunden. Yes. Where do you come from? Oh, Georgien. Georgien. Oh. And how long did you stay here? Almost 4 years. 4 years. 4 years. Oh. Seit 4 Jahren. Oh. Und welchen speziellen Tag haben wir heute? Oh, das ist der internationale Frauentag. Bitte schön. Danke sehr. Ja? Und alles Gute zu Ihnen. Ja. Also, wir sind alle Dankeschön. Frauen. So. Ja? Ich habe noch eine Frage. Wie feiern Sie den internationalen Frauentag in Georgien? Oh, das ist von unserem georgischen Freund. So, Frauen sind in Respekt in ja. diesem Tag in Georgien. Und alle Männer kaufen etwas Geschenk. Ja, Blumen oder Schokolade. So, ja. Und wer steht in der Küche? Mein Vater. Oh! Am Frauentag. Ja, ja. Ja. In Georgisch, wir haben kein Sex in unserer Sprache. Wir haben kein Sie oder Er. Alle sind gleich. Gleich, ja. Und mein Name ist Tamari. Und das ist ein Name von unserer, nicht König, aber sie war Governor. Und unsere, sie war Tochter von einem König, aber er hat keinen Sohn. Und dann sie war ein König. Königin, ja. Ja, in, das war in 12th century. 12th century. So ja, in Georgien Frauen sind sehr stark. Ja. Überall auf der Welt sind die Frauen sehr, sehr stark. Do you have any impressions about the war in Ukraine? Oh, natürlich. War oder Krieg ist immer schrecklich. Und ich komme aus Georgien. Wir hatten einen Krieg. Russische hat einen Krieg in Georgien 2008. Auch. Ja, und ich erinnere das. Ich war sehr jung. Und wir haben ein Leben und das ist temporal, ja. So, wir leben nicht immer. Wir müssen alle lieben einander und freundlich sein und wir haben diese ein Leben, ja. So, das gibt kein anderes Leben für uns.
So ja, ich verstehe das nicht. Und ich bin sehr stolz auf ukrainische Leute. Sie sind sehr, sehr stark. Ja, ja, das ist unglaublich. So, ja, meine Kondolenz ist zu ukrainischen Leuten. Ja. Ja? Wie ist? Слава Украине! Слава Украине! Ich nein verstehe Deutschland. Me people in Ukraine. Und das ist jetzt alles für ihre Ja, Partnerin, das mein ja. Lieben, das mein Frau. Und das ist alles für die schöne Frau und Mama. Ja. Ja? Ja. Alles Liebe zum Frauentag. Und das waren sie schon. Die ganz persönlichen Streitlichter. Mit Mang am Internationalen Frauentag 2022 in der Mitte von Berlin.